Thank you.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Gemeinde, hier im Garten neben der Kirche, an den Telefonen und an den Laptops, Bildschirmen, ein ganz herzliches Willkommen zum ersten Sonntag nach Trinitatis zu unserem Gottesdienst, den wir heute draußen feiern. Wie sich die Zeiten ändern. Letzten Sonntag noch waren es die Sonnenplätze, die besonders begehrt waren. Heute gibt es eine gewisse Schattenlastigkeit. Wollen mal schauen, wie sich das im Laufe der nächsten halben, dreiviertel Stunde weiterentwickelt. Wir freuen uns also auf einen gemeinsamen Gottesdienst, sind ausnahmsweise einmal auf der Sonnenseite des Wetters verglichen mit anderen Regionen, lassen uns durch herrliche Musik durch den Gottesdienst begleiten, werden alte und neuere Lieder singen und mit einer Person etwas in Kontakt treten, die zu den bekanntesten der Bibel gehört. Dazu später. Am Anfang nun wollen wir ein Danklied gemeinsam singen, ein Danklied dafür, dass wir diesen Tag anfangen können, gesund, wie wir hier zusammenkommen. Gott des Himmels und der Erde, 445, 1, 2 und 5. Gemeinsam beten wir im Wechsel den 34. Psalm, die Nummer 718. 718. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen.
Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Der Herr erlöset das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Gott, du hast Menschen angesprochen, dass sie dein Wort in die Welt tragen, dass sie es denen ausrichten, die darauf warten. Wir sollen beides hören und weitersagen, und wir tun uns mit beidem oft so schwer. So bitten wir dich, öffne unsere Ohren, damit wir dein gutes Wort recht hören können. Und tue unsere Lippen auf, dass wir deinen Ruhm verkündigen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison, erbarm dich über uns. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Ehre sei Gott in der Höhe. Gott, unbegreiflich bist du und unergründlich als Geheimnis unserer Welt. Und zugleich kommst du uns nah, umfängst uns mit deiner Gnade. Gewaltig ist deine Kraft und grenzenlos deine Liebe. So komm uns in dieser Stunde nah, dass wir dein Wort hören, es recht verstehen
und danach tun. Darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Das nächste Lied, was wir nun gemeinsam singen, Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Die Nummer 382, 382, 1 bis 3. Das Evangelium für den heutigen Sonntag, den ersten Sonntag nach Trinitatis, steht im Evangelium bei Lukas im 16. Kapitel. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisches fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß.
Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Wir bekennen miteinander unseren christlichen Glauben und singen das Glaubenslied aus dem grünen Gesangbuch Nummer 184. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, Jona, der unwillige Prophet. Viele von uns sind ihm schon früh begegnet, haben Jona-Bilder aus Kinderbibeln vor Augen, Erzählungen aus dem Kindergottesdienst im Ohr. Von dem Mann, der vor Gott flieht, ins Meer geworfen wird, aber von einem großen Fisch verschluckt und so gerettet. Ein Sehnsuchtsbild
der Geborgenheit. Was für eine Geschichte. Mit dieser faszinierenden Figur haben sich Menschen seit über 2000 Jahren auseinandergesetzt, im Judentum, im Christentum, im Islam. Und ja, Jona gehört zu den bekanntesten biblischen Figuren. Offenbar kommt dieser Unwillige, der fliehende Prophet, den Menschen durch die Zeiten hindurch nahe. Er zieht Aufmerksamkeit auf sich. In dem kleinen biblischen Prophetenbuch, was seinen Namen trägt, da steht er im Zentrum. Alle anderen Figuren haben nur Nebenrollen. Die ersten beiden Kapitel dieses Buches, sie sind uns heute als Predigttext vorgegeben. Ich paraphrasiere das. Aus dem Nichts der Geschichte taucht Jona auf. Gottes Wort trifft ihn. Und das ist ein Auftrag der unbequemen Sorte. Denn er soll in die berühmt-berüchtigte Stadt Ninive gehen, deren Bewohnern deutlich machen, liebe Leute, so geht's nicht weiter, bald trifft euch Gottes Zorngericht. Und Jona denkt, nein, das ist nun nichts für mich, mehr als eine Nummer zu groß, nur weg hier. Genau in die andere Richtung, nicht nach Ninive, das wäre Osten, sondern weg von Gottes Einflussbereich, von dessen Auftrag weit in den Westen. Jona fragt nicht, er klagt auch nicht, er hat einfach nur Angst und haut ab. Er bezahlt ein Schiff, er besteigt ein Schiff, zahlt die Passage und geht dann direkt nach unten in den Bauch des Schiffes zum Schlafen. Mehr Rückzug geht nicht. Doch Gott sendet Sturm und Ungewitter, Seenot bricht aus auf dem Schiff, Verzweiflung bei der Besatzung. Verschiedene Rettungsversuche bleiben erfolglos und dann wird Jona schließlich geweckt und mit unangenehmen Fragen konfrontiert. Was bist du denn für einer, wollen die Leute wissen. Man vermutet, er habe irgendwie Schuld an alledem. Und als das Los des Unglücksraben schließlich auf ihn fällt, widerspricht er auch nicht, sieht selbst ein, dass sonst andere die Suppe auslöffeln müssten, die er sich doch eingebrockt hat. Er spürt, dass der Gott, dem er entfliehen wollte, ihm nunmehr unbequem nahe kommt. Schließlich geht er als Sündenbock über Bord, begleitet von Ängsten und flehenden Gebeten der Besatzung. Und dann beruhigt sich das Meer. Ein großer Fisch verschluckt den Untergehenden. 3 Tage, 3 Nächte bleibt er in dessen Bauch. Und dann betet Jona. Da betet er und singt einen Psalm, dankbar für die erfahrene Errettung. Später wird ihn der Fisch ausspucken. Und dieser zweite Teil, also der Weg des reifer gewordenen Jona in die Stadt Ninive, dieser Teil steht dann nächstes Jahr auf der Predigtordnung am zweiten Sonntag nach Trinitatis. Da folgt dann die Fortsetzung. Heute begrenzen wir uns auf den ersten Teil und stellen fest, Hauptperson und Stadt Ninive lassen sich nicht in der Geschichte wirklich verorten. Es handelt sich um eine fantastisch komponierte Erzählung mit einer feinen Prise Humor getränkt. Die Bilder sind so faszinierend, wie anschaulich und einprägsam, aber das alles erklärt nicht wirklich, warum uns dieser stimmungsschwankende Antiheld doch so nahe kommt, so sympathisch ist. Und ich vermute, es liegt an unterschiedlichen Brücken, mit denen sich Erfahrungen aus dem Leben des Jona verbinden lassen mit unseren Erfahrungen. Ängste und Sehnsüchte, dafür bietet das Jona-Buch Resonanzräume. Irgendwie sind wir auch Jona. Warum? Das Wort des Herrn geschah zu Jona. So hören wir am Anfang und Gott lässt sich vernehmen, klar und eindeutig. Ein wiederkehrender Ausgangspunkt des Geschehens zwischen Gott und Menschen. Nicht täglich, nicht immer wieder. Aber Gott spricht Menschen unüberhörbar an,
Ein Irrtum ist nicht möglich. Und viele in christlichen Gemeinden heute sehnen sich nach dieser Klarheit, hören erstaunt, vielleicht etwas zweifelnd auch, wenn andere ihnen von solchen Erfahrungen berichten. Gott hat zu mir gesprochen, ich bin ganz sicher. Können wir unter den vielen Stimmen, die uns erreichen, Gottes Wort, Gottes Auftrag für uns heraushören? Mindestens in ausgewählten Situationen? Solche Gewissheit täte doch gut. Nicht, weil wir Prophetinnen oder Propheten sein wollen, aber weil wir doch nach Orientierung suchen, nach Verlässlichkeit in unserem Leben. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie. Ebenso eindeutig ist dieser Auftrag. Es ist völlig klar, was jetzt zu tun ist. Auch dafür wären wir doch dankbar. Wenn alles so unübersichtlich wird, wenn wir wie gelähmt sind von ständigen Relativierungen, wenn in Kirche und Gesellschaft alles umstritten ist, wenn um Einmütigkeit immer wieder neu gerungen werden muss, dann ist die Sehnsucht nach Eindeutigkeit etwas, was unser von Ambivalenzen geprägtes Glaubensleben oft begleitet. Aber liebe Gemeinde, für Jona ist diese Klarheit eine Last. Was Gott von ihm erwartet, ist in seiner Sicht vollkommen unrealistisch. Allein, als Fremder, in einer berüchtigten Riesenstadt, den Einwohnern mit Gericht drohen, sie zur Umkehr rufen, das klingt nicht nur unbequem, sondern aussichtslos. Das fasst man besser gar nicht erst an. Und spätestens hier hat Jona, denke ich, ganz viele Sympathiepunkte auf seiner Seite. Manche To-Do-Liste unseres Lebens, sie lässt sich ohne große Mühe bewältigen. Aber dann warten eben auch auf uns die ganz dicken Bretter. Da wissen wir nicht, ob wir sie gebohrt bekommen. Da fürchten wir zu versagen. Da wollen wir auch gar nichts wagen. Nicht an Herausforderungen reifen, sondern aussitzen, weglegen. Manches löst sich doch irgendwie von selbst. Da schweigen wir, wo ein klares Wort nötig wäre. Schauen nicht hin, ducken uns weg, wenn Gegenwind droht. Wenn unbequeme Konsequenzen auf der Hand liegen, die unser gewohntes Leben in Unordnung bringen könnten, dann möchten wir lieber schlafen gehen. Aber Verdrängung und eben Selbstbetrug liegen eng beieinander. Flucht wäre auch eine naheliegende Alternative. Und als er ein Schiff fand, gab er Fährgeld und trat hinein. Ja, Jona wagt die Flucht. Auch das ist nachvollziehbar. Ich sehe mich fast, wie ich mit ihm an Bord gehe. Ich würde mir auch etwas kosten lassen, bloß weg hier. Das ist eine vertraute Sehnsucht, wenn alles über uns zusammenzubrechen droht. Und dann tief unten im Bauch des Schiffes Ruhe und Sicherheit finden. Warum eigentlich nicht? Aber liebe Gemeinde, Jonas Rechnungen gehen eben nicht auf. Sie werden von Gott durchkreuzt. Sturm und Unwetter werden zur Grenzerfahrung. Das Leben anderer, aber auch sein eigenes Leben steht auf dem Spiel. Hier schon erkennt er, wie es um ihn steht. Merkt, dass Flucht nichts bringt, weil eben Gott etwas mit ihm vorhat. Und dann lässt er sich ins Meer werfen. Und in diesem Schritt, liebe Gemeinde, kommen Ausweglosigkeit, Verzweiflung, Selbstaufgabe. Sie kommen zusammen mit der Ahnung, mit der reifenden Gewissheit, Gott kann, Gott wird, Gott will mich herausretten aus dieser Lage.
Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona blieb im Leib des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Eine Rettungskapsel. Eine Rettungskapsel auch für die Stürme und Ungewitter unseres Lebens. Schiffbruch verhindern. Ein geschenkter Ort des geschützten Rückzugs, dort, wo Kraft getankt werden kann. Wo neue Einsichten entstehen, wo Mut, Lebensmut und Selbstvertrauen für nächste Schritte wieder wachsen können. Wie oft vermissen wir so etwas schmerzlich? Und wie oft haben wir es dankbar angenommen? Die Rettungskapsel, Sehnsuchtsort für eine Zwischenzeit. Darin beten und erkennen dürfen, ich bin von Gott nicht verlassen. Und der Fisch spie Jona aus ans Land. Sein Leben darf noch einmal neu beginnen. Unser Leben darf neu beginnen mit kleinen Anfängen und ganz großen. Der Auftrag, die dicken Bretter, sie bedrücken nicht länger. Die große Stadt oder andere Risikogebiete, sie schrecken nicht mehr ab. Hoffnung wächst. Das Land ist hell und weit. Neu anfangen dürfen im Glauben und im Leben. Jona sagt, auf geht's. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. In der Kirche 76,20 Euro für das Projekt SAFE des Diakonischen Werkes in Reinickendorf und 75,20 Euro für unsere Konfirmandenarbeit. Zu den Kollekten dieses Sonntags. Die amtliche Kollekte ist festgelegt, je zur Hälfte für Asyl in der Kirche in Berlin-Brandenburg e.V. und die Wohnungslosenhilfe. Die Gemeindekollekte ist im Juni bestimmt für unsere Seniorenarbeit. Das Spendenkonto unserer Gemeinde finden Sie auf der letzten Seite des Gemeindebriefes. Und auch die Küsterei nimmt weiterhin gern Ihre Spenden entgegen. Im Laufe der neuen Woche wird sich klären, unter welchen Bedingungen Kreise, Gruppen und andere Veranstaltungen unserer Gemeinde wieder stattfinden können. Wir werden die Ergebnisse auf den bekannten Kanälen weiterleiten. Die Küsterei ist dann auskunftsfähig.
Der Kindergottesdienst findet erst nach den Sommerferien wieder regelmäßig statt. Der Gottesdienst am kommenden Sonntag findet um 10 Uhr statt. Pfarrer Lübcke wird ihn halten und wenn das Wetter schön ist, wieder draußen. Am kommenden Freitag findet um 18 Uhr eine Wochenschlussandacht statt, wahrscheinlich auch Open Air vor der Kirche. Mögliche Veränderungen entnehmen Sie bitte unserer Website, dem Schaukasten oder erfragen Sie in der Küsterei oder bei Herrn Pfarrer Anders. Wir heben uns jetzt doch zum Fürbittengebet. Gott, wir danken dir, dass wir das immer wieder erfahren dürfen. Dass du zu uns hältst. Dass du uns nicht verlässt. Auch in den schwierigen Situationen unseres Lebens. Höre uns an, wenn wir nun zu dir bitten für alle, die nicht mehr weiter wissen, die unterzugehen drohen unter den Lasten ihres Lebens, die darunter leiden, dass sie von anderen oder von sich selbst mit hohen, zu hohen Erwartungen konfrontiert werden, die überfordert sind auf der Arbeit, in Beziehungen und Familien. Schenke Kraft, zeige Wege in die Zukunft und sei selbst mit dabei. Für alle bitten wir, die sich zurückgezogen haben, die sich abkapseln und isolieren, weil sie von den Mitmenschen, von der Welt, von sich selbst nichts mehr erwarten. Die gefangen sind in Trauer, Angst und Krankheit, deren Hoffnung und Sehnsüchte keine Lebensorte mehr finden. Schenke Mut. Zeige Wege in die Freiheit und sei selbst mit dabei. Für alle bitten wir, die nach Stürmen und Ungewitter wieder auftauchen, denen ein neuer Anfang geschenkt ist, die sich voller Mut und Zutrauen auf das stürzen, was nun vor ihnen liegt. Lass sie die Dankbarkeit nicht vergessen. Sei mit dabei, wenn sie Orientierung brauchen. Für alle bitten wir, die in deinem Namen reden, in Gemeinden und Kirche, zueinander und in die Gesellschaft hinein. Lass sie nicht zweifeln an deinem Auftrag. Hilf, dass ihre Sprache eindeutig ist und liebevoll, unbequem und doch einladend. Hilf, dass Hass und Feindschaft keinen Raum bekennen. Sende deinen Geist, damit wir richtige Worte finden. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das nächste Lied, was wir nun gemeinsam singen. Lang erwartet schon. 171, 1 bis 4, bewahre uns Gott. 171,
1 bis 4. Zunächst mein herzlicher Dank an die Musizierenden, die es mitunter nicht leicht hatten, mitzuhalten mit den herrlichen Vogelstimmen. Was für ein wunderschöner Zusammenklang. Herzlichen Dank. Ein doppelter Dank an die Technik. Einmal an Herrn Schröder hier. Und an Martin Ewang am Terminal. Allen anderen, die als Lektorin, als Kirchdienst mit dabei gewesen sind und weiterhin sind, herzlichen Dank ebenfalls. Jetzt hören wir den Vers, der uns durch die kommende Woche begleiten möchte. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. So steht es bei Lukas 10. Und nun gehen wir im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Thank you.
Ja, richtig schwungvoll tänzerisch werden wir jetzt entlassen von diesem wunderschönen Ort heute. Sie haben grundsätzlich natürlich zwei Möglichkeiten, ihn zu verlassen. Einmal durch diesen Ausgang und dann durch diesen. Ich empfehle Ihnen aber dringend diesen, weil da stehen die Kollektenkörbchen. Und ich war eben etwas erschrocken, weil ich dachte, jetzt kann man möglicherweise... Nein, sie stehen da und Sie sind herzlich eingeladen, dort etwas einzulegen. Ich wünsche einen schönen Sonntag.